Hallo und schönen guten Tag. Ich möchte euch heute mal ein Messer in die Kamera halten von BPS Knives, einer Firma aus der Ukraine, die Bushcraft-Messer baut und das recht gut. Ich habe mir das Messer gekauft, weil ich es beim Stefan schon gesehen habe, bei Marco von Spessart Outdoors habe ich es gesehen und mir hat die ganze Form auch gefallen. Und da wollen wir zuerst mal gucken nach der Lederscheide. Ich habe die mal anständig gefettet. Die ist sauber verarbeitet. Das ist jetzt nicht die Überscheide, aber die hält das Messer problemlos und ganz sicher fest. Wir haben an den neuralgischen Punkten zwei Nieten. Wir haben eine Gürtelschlaufe mit einem recht kleinen Durchlass. Da müssen wir mal kurz den Zollstock bemühen. Ja, 4 cm gehen da gut durch. Fest genietet und alles aus einem sehr stabilen Leder gemacht. Nun mal zu dem Messer. Hier ist das gute Stück und jeden wird sofort auffallen, das könnte auch ein Mora sein. Da habt ihr alle recht. Wir haben hier eine klassische Klinge mit Scandi auf Null. Wir haben einen Full Tang und wir haben Walnussgriffschalen, die mit Innensechskantschrauben verschraubt sind. Das Ganze liegt super in der Hand, das muss man sagen, und wir haben eine sehr scharfe Klinge. Da machen wir gleich mal, bevor wir es vergessen, einen Schneidtest. Das geht also wunderbar. Und ich habe das Messer jetzt knapp 8 Tage im Gebrauch. Bis jetzt nur beim Schnitzen und in der Küche. Und da hat das Ding einen tollen Job gemacht. Das ist wirklich rattenscharf. Man sieht das. Man kann da schöne Löckchen mitschnitzen. Und was ich noch nicht mitgemacht habe. Das Messer wird ja als Bushcraft-Messer beworben. Ich habe noch nicht batont damit. Aus dem ganz einfachen Grund, Entschuldigung, beim Marco von Spessart Outdoors ist beim Batonen die Klinge hier gebrochen. Ich werde da gleich noch was zu sagen. Das macht richtig Spaß hier. Jo. Das Messer gefällt mir im Großen und Ganzen. Was mir nicht an diesem Messer gefällt, und das ist meiner Meinung nach, Moment, dieser Absatz hier, das ist ein rechter Winkel. Und wer sich mit Messerbau auskennt, weiß, dass bei rechten Winkeln, bei scharfen Kanten, kann das wirken wie eine Sollbruchstelle. Das gefällt mir also nicht. Ich werde das Messer mit zur Arbeit nehmen und werde hier eine Mulde hineinschleifen, dass dieser rechte Winkel hier, diese Kante verschwindet. Das wäre mir also zu gefährlich, wenn ich es wirklich mal zum Patronen benutzen möchte, dass das Messer hier abbricht. Die Walnussschalen liegen sauber an, ganz toll gemacht. Die liegen auch super in der Hand, ermüdungsfrei. Ich habe da schon stundenlang mitgearbeitet. Die Klinge, ihr werdet sehen, bekommt schon langsam Patina. Das ist ein Kohlenstoffstahl, ein 1066er Kohlenstoffstahl mit einer Härte von 57 bis 59 Rockwell. Wir haben, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, ich könnte es aber auch nachmessen. Wir haben eine Klingendicke, sollten wir haben, von 2,5. Da haben wir 2,8. Das stört mich also nicht. Wir haben eine 100 mm lange Klinge. Und was da wieder gut gemacht ist, wir haben eine Klinge, die schneidet bis zum Griff. Mal gucken.
Jo, hat satte 100 mm. Das Messer nennt sich BS3, Bushcraft-Messer 3, denke ich mal. Und es hat, wie ich schon sagte, ganz große Ähnlichkeit mit Mora-Messern. Natürlich sind die Materialien hier etwas besser, was den Griff angeht. Ich mag Holzgriffe und wenn sie so gut in der Hand liegen wie dieses Messer hier, dann bekommt das von mir eine absolute 1er-Note. Die Lederscheide, habe ich schon gesagt, sauber verarbeitet, hält das Messer sicher. Und wie bei jeder Scheide, die ich bis jetzt bekommen habe, habe ich alle fetten müssen. Die liegen ja eine Zeit lang auf Lager und da schadet ein bisschen Lederfett nicht. Aber wie gesagt, ist hier diese Kante hier, die gefällt mir also gar nicht. Das könnte sich negativ auswirken beim Batonen. Deswegen habe ich auch noch nicht batont. Hier ist diese Kante. Das ist ein rechter Winkel hier. Und das ist nicht gut, wenn hier Kräfte drauf kommen, könnte das Messer dort brechen. Im Großen und Ganzen ein ganz tolles Ding. Ein Messer für unter 50 Euro bekommt man in dieser Machart und in dieser Ausführung meines Wissens selten. Jo Leute, bekommt das Messer von mir eine Kaufempfehlung. Es ist ein Messer zum Schneiden. Es wird zwar beworben als Bushcraft-Messer, Schnitzen, Fettersticks machen, ist alles kein Problem. Mit den Batonen, da werde ich mal ein extra Video machen. Aber wie gesagt, werde ich hier oben zuerst diese Kante hier entfernen. Das ist mir also suspekt. Das mag ich also gar nicht. Und um da irgendwelchen Klingenabbrüchen vorzubeugen, werde ich diese Kante hier entfernen. Jo Leute, das wäre es eigentlich schon gewesen. Ein top verarbeitetes Messer mit halt dieser kleinen Schwäche hier. In meinen Augen, andere werden das anders sehen. Aber trotzdem ein ganz toll gemachtes Messer und es ist rattenscharf. Jo Leute, wünsche allen noch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Wetter ist ja in aller Munde. Es hat euch nicht zu hart getroffen. An uns ist es vorbeigezogen. Wir haben nur ein bisschen Wind gehabt oder immer noch. Aber ansonsten sind wir glimpflich davon gekommen. Wünsche allen noch einen schönen, ruhigen Tag. Bis denne. Tschüss.